Ja, es gibt wirklich gefühlt hunderte kleine Puzzlespiele und viele standen auch ein mehr oder weniger bekannter Charakter zur Seite. Dieses Spiel will uns Snoopy in eine magische Show entführen. Wie genau will er das machen und macht es auch Spaß, dass wir freiwillig in die Show gehen? Was taugt Snoopys Magic Show für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Kemco programmiert und auch 1990 weltweit veröffentlicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Spiel hat wirklich eine Art Hintergrundgeschichte. Snoopys Kumpel Woodstock wurde von einem Magier entführt, also folgt er dem Fiesling in sein Schloss. Aber da fängt die Suche natürlich erst an, also naja. Wie immer, die Story ist da, aber irgendwie überflüssig. Wie schon angesprochen, ist das Spiel ein Puzzlespiel, beziehungsweise genauer gesagt ein Action-Puzzler. Die insgesamt 120 verschiedenen Level nehmen immer nur einen Bildschirm ein und euer Ziel ist es, die vier verschiedenen Woodstock-Figuren einzusammeln. Dazu steuert ihr einfach Snoopy aus einer Art Vogelperspektive durch die einzelnen Räume. Das klingt ist natürlich erheblich einfacher als es ist. Der böse Magier ist ja nicht doof und lässt euch einfach in sein Schloss marschieren. Als Gegner stellt sich euch in jedem Level mindestens ein Ball in den Weg. Ja. Ein Ball! Und der bewegt sich auch immer in einer geraden Linie durch die Abschnitte und prallt an den Wänden gefühlt teilweise etwas zufällig ab. Das mag sich jetzt auf den ersten Blick nicht nach einem sehr großen Hindernis anhören, aber das Ding macht euch echt das Leben schwer. Vor allem, weil sich Snoopy eher schwerfällig bewegt. Im Idealfall habt ihr die Kugel also immer im Auge und schätzt vorher ab, wie sie abprallen wird und so weiter. Aber nicht nur der Ball macht euch das Leben schwer, sondern auch die Level an sich natürlich. So muss immer der ideale Weg herausgefunden werden und kleinere Schieberätsel und so weiter gelöst werden. Es gibt auch viele Stellen auf dem Boden, die euch in eine bestimmte Richtung schubsen und so weiter. Für etwas Abwechslung ist also gesorgt, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Und daran krankt das Spiel auch etwas. Mit seinen 120 Leveln wird euch zwar einiges an Umfang geboten, aber irgendwann wird das im Prinzip immer gleiche Spielgeschehen etwas eintönig. Etwas mehr Variation wäre echt nicht schlecht gewesen, aber immerhin ist das Gebotene gut umgesetzt. Außerdem gibt es in diesem Spiel ein Passwortsystem und so müsst ihr das Ganze zum Glück nicht an einem Stück durchzocken. Für einen so frühen Titel nicht unbedingt selbstverständlich. Grafisch präsentiert sich Snoopys Suche eher praktisch und minimalistisch. Große Grafikpracht dürft ihr hier nicht erwarten, aber alles ist immer übersichtlich und klar dargestellt. Der Sound ist im Prinzip das gleiche. Er erfüllt seinen Zweck, aber erwartet jetzt kein Meisterwerk. Was taugt Snoopys Magic Show also heute noch? Es ist ein durchaus solider Puzzler. Für eine kurze Runde zwischendurch ist das Spiel gut geeignet, aber jetzt nichts, womit man Stunden verbringen kann. Wenn ihr aber einen guten Puzzler sucht, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu Snoopys Magic Show für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.